Servus Leute, da bin ich wieder. Ich stelle euch heute gerne mal mein EDC-Set in Kupfer zeigen von der Firma Olight. Und das wird mich heute nämlich verlassen. Und wenn ihr wissen wollt, warum mich das verlässt und was da alles so dabei ist, dann bleibt einfach dran. Viel Spaß. Ja, Leute, wie gesagt, mein EDC-Set von der Firma Olight wird mich heute verlassen. Und ich muss deswegen unbedingt nochmal ein Video machen, dass ihr es erstens mal gesehen habt und zweitens mal für mich auch als Erinnerung, wie es mal ausgesehen hat. Die Sache kommt nämlich weg zum Andreas Schielke. Den habe ich kennengelernt auf Instagram. Der ist in der Olight Deutschland-Gruppe auf Facebook. Und der macht so Customizing-Sache, sage ich jetzt mal. Und ich habe da entdeckt, dass der ein Finish macht namens Asgard Battle Finish, was sich nicht nur geil anhört, sondern was auch wirklich hammermäßig geil aussieht. Und das macht er halt mit Kupfersache und mit mit Messingsache und so. Und ich mache euch mal einen Link zu seinem Instagram-Kanal in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr mal vorbeischauen. Also das ist wirklich hammergeil. Das sieht dann wirklich aus mit Kratzspuren drauf und geile Patina. Und ich meine allein schon der Name Asgard Battle Finish. Also da geht mir allein schon wegen dem Namen einer ab, ganz ehrlich. Und ja, will nicht so lange rummachen, solange eigentlich ein kurzes Video wäre. Das hier ist ja mein Open. Und das ist mein EDC-Kugelschreiber, den habe ich jeden Tag dabei bei der Arbeit. Ist einfach ein Kugelschreiber. Kann man natürlich auch gut als Tactical Pen nutzen. Und er hat eine Taschenlampe drin. Und zwar zwischen Moonlight und 120 Lume. Also wirklich praktisch. Den könnt ihr hier über USB-C könnt ihr den laden. Den habe ich schon eine ganze Weile. Und da bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, dass ich das mal zum Andreas schicke, um dieses Asgard Battle Finish drauf zu machen. Der Kuli selbst in Kupfer ist natürlich ein bisschen schwer. Ich glaube, der hat 80 Gramm fast. 77 Gramm, glaube ich. Das merkt man natürlich, das Gewicht. Also, das muss man schon wollen, wenn man mit dem schreibt. Aber ich liebe den Kugelschreiber, ganz ehrlich. Ja. Als ich mich dann mit dem Andreas unterhalten habe, ich dabei rauskomme, dass er noch zufällig ein paar Griffschale bei sich rumliegen hat in Kupfer. Und zwar für meinen Spyderco UKPK, mein meistgenutztes EDC-Messer, das ich habe. Ich mache euch mal einen Link hier oben rein zu dem Video, zu dem Review bei der, wie hieß es, auf der Suche nach dem perfekten EDC. Das ist ja die Videoreihe, wo ich halt so Paragraph 240a-konforme Messer teste. Und ich mache euch mal einen Link rein, könnt ihr euch das anschauen. Auf jeden Fall hat er hier noch zwei Kupferschalen dazu und passt dann natürlich perfekt. Aber dann muss natürlich noch eine kleine Taschenlampe dazu, wenn es ein komplettes EDC ist. Deswegen habe ich Ausschau gehalten nach der i5 von Olight. Die habe ich euch auch schon öfters gezeigt, allerdings nicht in Kupfer. Das ist eine Doppel-A-Taschenlampe, also eine Doppel-A-Batterie betriebene Taschenlampe. Ich zeige es euch erstmal, wie wunderschön die ist. Die ist jetzt natürlich schon ein bisschen angelaufen. Aber ich mag das ja, wenn die Sache eine Patina bekomme, wenn sie Seele bekomme, wenn man sieht, dass man es auch genutzt hat. Zur Taschenlampe selbst, wie gesagt, Doppel-A-Batterie. Und ihr habt einmal 15 Lume und einmal 300 Lume. Also wirklich ordentliche Taschenlampe für die Größe. Wiegt natürlich auch ein bisschen was, um die 100 Gramm. Für so eine kleine Taschenlampe nicht wenig, aber ich mag das einfach, wenn man da ordentlich was in der Hand hat. So, wie gesagt, das sollte dann eigentlich mein Kupfer-EDC dann mal wäre mit dem Asgard Battle Finish. Allerdings habe ich die nicht einzeln bekommen, sondern nur im Set. Entschuldigung. Mit der Warrior Mini von Olight. Und diese Lampe, die ist einfach der absolute Hammer. Das ist nämlich auch meine Lampe für die Arbeit, die ich jeden Tag dabei habe. Ganz kurz zu der Werte. Ich mache mal ein richtiges Review zu der Warrior Mini, zu meiner Schwarze, wie gesagt, die ich bei der Arbeit jeden Tag dabei habe. Die will ich euch einfach jetzt mal kurz zeigen, hier die Sache, wie schön das die sind. Aber ganz kurz, sie hat 3.500
Milliampere-Stunde Akku, wenn ich recht weiß. Genau, 3500. Sie kann hier hinten mit dem Ladekabel, mit dem Magnetladekabel, können das hier einfach laden, wie bei der meisten Olight-Taschenlampe. Dann hat sie verschiedene Lichtmodi zwischen Moonlight-Modus und volle Power, 1500 Lumen. Also ist eine richtig geile Taschenlampe, wirklich. Hat eine gute Größe und alles. Guter Clip hier dort. Einfach eine Megalampe. Das war eine Sonderedition von 2020. Da gab es, glaube ich, vier oder fünf Lampe. Sondereditionen von der Warrior Mini. Das war natürlich die Kupfer und dann gab es noch viele in Titan mit verschiedenen Farben. Und ich muss echt sagen, wie gesagt, ich habe es halt nur im Set bekommen. Und bei der Lampe, oh, guckt sie euch einfach nochmal an. Bei der Lampe habe ich echt überlegt, ob ich die überhaupt dann, ob ich dieses Asgard Battle Finish überhaupt machen lassen soll. Weil die ist einfach so schön, die Lampe. Aber ja, ich lasse sie auch machen. Oder? Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, ich lasse sie machen. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch die Sache nur mal kurz zeigen. Weil, wie gesagt, ich packe die jetzt zusammen und dann komme die zum Andreas. Und ich hoffe, es dauert nicht allzu lange, weil er hat eine wirklich lange Warteliste, der Andreas. Er macht halt auch richtig geile Sachen. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, wenn die Sache natürlich zurückkomme, gibt es da wirklich ein richtig geiles Review. Das Ganze wird dann wahrscheinlich mein übelstes Angeber-EDC oder so irgendwas. Aber hey, ihr müsst euch die Bilder anschauen. Es ist hammergeil. Und auf jeden Fall, ich wollte es euch einfach nochmal zeigen heute, weil ich die Sache echt schön finde. Und ja, und es sind auch vor allem saugute Lampe. Ihr wisst, ich mag die Olight-Lampe. Genau, und falls ihr Interesse habt an Olight-Lampe, ich mache euch natürlich auch mal einen Link zur Homepage von Olight in die Videobeschreibung. Das ist ein Affiliate-Link, das heißt, wenn ihr da drüber geht oder auch was einkauft, dann tut ihr mir natürlich auch was Gutes, ganz klar. Falls ihr Interesse habt, geht einfach mal auf die Homepage bei ihnen. Und ihr bekommt zusätzlich mit dem Code KURPFALZ10, bekommt ihr auch 10% Rabatt auf eure Bestellung. Ausgenommen allerdings von Akkus und Zubehör und Flash-Sale-Produkte. Das heißt, wenn gerade ein Sale ist, wenn was im Angebot ist, geht der Code leider nicht. Ansonsten, falls ihr was sucht oder falls ihr einfach mal reinschauen wollt, macht es gerne über meinen Link. Ich würde mich sehr freuen. Ja, viel mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu einer Sache zu sagen. Ich wollte sie euch hauptsächlich einfach mal zeigen, dass ihr mal seht, wie schön die sind in Kupfer. Ich finde es wirklich richtig geil. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal gerne mal einen Daumen hoch da. Wenn ihr neu hier seid auf dem Kanal, lasst mal gerne ein Abo da, würde ich mich natürlich sehr freuen. Schreibt mir mal einen netten Kommentar, was ihr von der Sache haltet. Vielleicht hat ja auch der eine von euch was von Olight oder auch in Kupfer oder so. Und falls jemand was in Kupfer noch loswerden will, mich direkt anschreibe. Ich liebe Kupfer. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dort noch. Ciao.